Ich lese uns die Losung für den heutigen Tag, die Losung, die als Überschrift über unserem Tag stehen soll. Der Herr ist gerecht in allen seinen Wegen und gnädig in allen seinen Werken. Ein Satz aus dem 145. Psalm, einem großen Lob- und Dankpsalm. Gott ist gerecht. Wenn wir uns Gerechtigkeit vorstellen, dann sieht sie anders aus. Ich wünsche es mir, dass es guten Menschen immer gut geht. Und manchen würde ich gerne einen Dämpfer wünschen, damit sie sich in ihrem Verhalten verändern. Gott ist gerecht, steht da aber. Nicht Gott wird irgendwann mal bewerten und bestrafen, sondern Gott ist gerecht. Tzadik, das Wort, was dort im Hebräischen steht. Es bezeichnet nicht eine gesetzliche Gerechtigkeit, jeder zahlt gleich viel oder jeder bekommt gleich viel, sondern die Gerechtigkeit, Gott wendet sich jedem Menschen zu, so wie die Menschen es brauchen. Gott ist sich selber treu und seiner Liebe treu. Gerechtigkeit sieht also anders aus, als wir es ganz oft erwarten. Und die Frage, warum lässt Gott etwas zu, das uns schwer fällt? Sie macht es deutlich, dass wir uns damit auseinandersetzen. Aber wir werden keine Antwort auf dieses Warum bekommen, sondern Gottes Antwort darauf ist: Ich liebe euch Menschen, ich wende mich euch Menschen zu, auch wenn ihr manchmal das Gefühl habt, ihr seid alleingelassen. Ich bin da, ich wende mich euch Menschen zu. Das, was Gott uns da verspricht, es ist keine Gerechtigkeit im menschlichen Maßstab. Denn wir Menschen, wir kennen unsere Macken und Fehler. Haben wir wirklich Liebe, bedingungslose Liebe verdient? Sie ist Gottes Geschenk für uns. Und was machen wir damit? Wir geben sie weiter. Wir wenden uns Menschen zu, geben ihnen Liebe weiter. Wir bemühen uns selber, genauso gerecht zu handeln, wie Gott gerecht ist. Nicht im gesetzlichen Sinne, sondern im Sinne der Liebe, die wir empfangen und die wir weitergeben. Amen. Ich stehe vor dir mit leeren Händen, Herr, fremd die dein Name sind mir deine Wege. Seit Menschen bist du der Gott, der Zukunft mir verheißt.
Gott segne dich und Gott behüte dich. Thank you.